Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und möchte heute noch ich habe ja kürzlich in einem Video hier darüber gesprochen, was jetzt zu beachten ist, Bonitätsbetrachtung bei Selbstständigen, insbesondere wenn man jetzt aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechselt. Und da sind wir unter anderem auf das Thema, im speziellen Fall vom Fragesteller ging es ja darum, dass er nebenberuflich seine Selbstständigkeit schon in Form einer Kapitalgesellschaft betreibt. Und da war irgendwie noch die Fragestellung, warum denn für die Bank wichtig ist, neben dem persönlichen Einkommen des Kreditnehmers, also in dem Fall dann dem Geschäftsführergehalt, auch der Gewinn der Gesellschaft. Das war jetzt nochmal seine Frage und darauf möchte ich gerne kurz eingehen. Es gibt ja häufig so ein bisschen die konkurrierende Zielsetzung, will ich jetzt einerseits, ich will eine gute Bonität haben für die Bank und andererseits will ich auch nicht zu viele Steuern zahlen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwie die Sache einigermaßen steueroptimiert angehe und zahle mir vielleicht irgendwie im Jahr nur 30.000 Euro Gehalt, was ich halt so normal zum Leben brauche, Miete einkaufen, mal in Urlaub gehen oder dergleichen, dann kriege ich natürlich damit zwar vielleicht schon eine Finanzierung für eine vermietete Immobilie, aber halt für eine kleine Wohnung, jetzt nicht für ein großes Haus. Und da ist es ja grundsätzlich, haben Banker ein Stück weit den Engpass, dass wenn jetzt eine vermietete Immobilie angeschafft werden soll, privat finanziert und in der privaten Vermietung und Verpachtung, dass sie dann eigentlich auch nur die privaten Einkünfte als Bemessungsgrundlage heranziehen können. Wenn ich jetzt natürlich, das sind aber 9 von 10 Bankern, die verstecken sich dahinter Regularien, ein paar gibt es, die ja dennoch irgendwie mal mitdenken und dann halt irgendwie verstehen, dass wenn jemand mit seiner Firma 200.000 Gewinn macht, sich privat aber nur 30 auszahlt und den Rest in der Gesellschaft behält, dass man ihm dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kredit geben kann, weil ja Geld im Hintergrund da ist. Aber das ist so ein bisschen so eine Kannbestimmung oder ein bisschen schwierig umzusetzen, weil das Geld, was in der Gesellschaft liegt, das gehört ja halt nicht dem privaten Kreditnehmer, selbst wenn der Eigentümer der Firma ist. Dafür gibt es halt Kapitalgesellschaften. Das sind dann halt, das ist nicht Geld von der Privatperson, sondern von der Firma und kann ja gegebenenfalls auch für betriebliche Zwecke verfrühstückt werden. Also deswegen, die Bank muss ja sowieso klären bei geschäftsführenden Gesellschaften, wo kommt das Geld her, dazu komme ich gleich. Selbst wenn ich mir nur ein niedriges Gehalt auszahle, dann kann es, wenn ich Privatinvestments machen will, trotzdem natürlich helfen, wenn die Gesellschaft deutlich mehr Gewinne erzielt. Also ist natürlich irgendwo insgesamt schon mal ein erfreulicher Zustand, wenn mit der geschäftlichen Tätigkeit mehr Geld erwirtschaftet wird, als für den privaten Lebensstandard notwendig. Die Bank checkt die Unterlagen natürlich aber auch aus dem Grund, darauf bin ich eben eingegangen, die Bank muss immer ja die Nachhaltigkeit des Einkommens prüfen, also aus kaufmännischem Interesse und auch aus gesetzlicher Notwendigkeit. Und natürlich, wenn sich jetzt jemand ein hohes Geschäftsführergehalt auszahlt, 10.000 Euro im Monat, dass er privat gut finanziert werden kann, glaubt er. Aber die Firma ist im Prinzip schon total unter Wasser und das Geschäftsführergehalt, das wird irgendwie aus der Substanz entweder bezahlt oder aus irgendwelchen Krediten und wird im Prinzip im laufenden Geschäftsbetrieb überhaupt nicht erwirtschaftet, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Problem, dann auf der privaten Ebene Kredite für vermietete Immobilien zu erhalten. Wobei das jetzt vielleicht gar nicht der wichtigste Punkt ist, also die Bank muss das versifizieren, aber wer gerade Stress in seiner Firma hat, ist dann vielleicht der Ankauf von vermieteten Immobilien gerade nicht das dringendste Anliegen. Was eigentlich der viel wichtigere Ansatz ist und worauf ich auch ein Stück weit hinaus möchte hier. Wenn jetzt jemand schon seinen Geschäftsbetrieb organisiert, nicht als Angestellter oder auch nicht als Selbstständiger, sondern schon eine Kapitalgesellschaft hat, für den macht es ja tendenziell wenig Sinn, sich irgendwie ein hohes Gehalt zu zahlen, um dann irgendwie viel Steuern zu bezahlen und das versteuerte Geld wieder zu sparen.
dann damit Immobilien zu kaufen, sondern wenn jetzt der erfreuliche Zustand da ist, dass in der Kapitalgesellschaft wesentlich mehr Geld verdient wird, als für den privaten Lebensstandard notwendig, dann macht es ja vielleicht Sinn, wirklich das Geld innerhalb der Firma oder der Firmenstruktur zu lassen. Also ich finde es ein bisschen einfach, um Steuern zu sparen und auch die Kreditnehmereinheit in der Bank positiver oder besser darstellen zu können. Ich halte es jetzt ein Stück weit für gewöhnungsbedürftig, wenn ich jetzt eine GmbH habe, in der ich halt irgendwas tue, was immer mein Geschäftsbetrieb ist, und da dann direkt die Immobilien reinzukaufen. Weil dann vermische ich vielleicht irgendwelche operativen Risiken mit Kreditrisiken, mit Haftungsrisiken, das ist irgendwie weniger gut. Aber was ja durchaus denkbar ist, eine Gesellschaft oben drüber zu stellen oder beispielsweise daneben zu stellen, da gibt es verschiedene Konstellationen, die einfach dazu führen, dass ich meine Unternehmensgewinne oder dass ich das Geld, was ich in Immobilien investieren möchte, nicht vorher mit 42 oder 45% versteuern muss, sondern je nachdem, wie ich es geschickt mache, das Geld nur mit 15% oder nur mit 1% versteuern muss und dann die Investments direkt auf Unternehmensebene tätigen kann. Das ist für die Banker, die verstehen, was eine Kreditnehmereinheit ist, denen kann man das ein bisschen transparent machen. Wie sind die Zahlungsflüsse? Wo kommt das Geld her? Was soll damit getan werden? Das funktioniert. Das funktioniert relativ gut und natürlich kann jeder für sich mal die Rechnung aufmachen. Wo wird jetzt irgendwo, wo habe ich vielleicht auch schneller die Möglichkeit, Eigenkapital anzusammeln? So, wenn ich mein Einkommen irgendwie mit 45% versteuere oder halt nur mit 15%. Wenn man's, das ist jetzt zwar ein bisschen ein streng akademischer Ansatz und lässt ein paar Faktoren des echten Lebens außer Acht, aber mal so als Richtschnur, wenn ich mein Einkommen, welches ich für die Immobilien verwenden will und auch Überschüsse aus den Immobilien, mit 15 statt mit 45% versteuert, dann wächst das Portfolio unter der Voraussetzung, ich reinvestiere alles um den Faktor 2,6 schneller.